Also, schönen guten Abend. Wir sind hier beim Dynamite Festival in Leipzig. Blechreiz haben gerade ihre Show gespielt. Jetzt haben sie am Mikrofon. Schönen guten Abend. Hallo. Das war der Prüfer. Ich bin der Bonnier. Hi. Ihr seid jetzt nach zwölf Jahren Pause, habt ihr euch wiedergefunden. Wie kam das zustande? Hatte einer die brillante Idee oder hatten alle die telepathische Zusammenkunft? Hey, wir müssen was machen. Matthias hat geheiratet und hat uns alle eingeladen. Das erste Mal, dass wir alle 10 wieder zusammenkamen, und an dem Abend wuchs die Idee. Außerdem hatten wir ein Angebot aus Japan, dort eine Tour zu machen, und das mussten wir irgendwie diskutieren. Und bevor wir Japan machen, haben wir uns gedacht, machen wir erstmal Deutschland. In der Tat war das so, dass wir, mein Wunsch zu meiner Hochzeit war, dass die Bläser wenigstens ein kleines Ständchen spielen. Haben sie nicht hingekriegt. Und dann haben sie mir dann sozusagen als Hochzeitsgeschenk eine Probe versprochen. Und um eine gemeinschaftliche Probe zu machen, haben alle brav geübt. Und dann haben wir echt eine tolle Probe gehabt und so ging das dann wirklich los. So, euer Eindruck, wie seid ihr so in der Ska-Szene nach 12 Jahren wieder aufgenommen worden? So? Es ist super. Also wie viele junge Leute wir auf den Konzerten haben. Es sind natürlich auch Leute da, die uns auch ansprechen, die uns früher gesehen haben oder so, ne? Die jetzt auch Familienpapas sind oder so. Aber es sind der größte Teil sind natürlich junge Leute, die Leute, die zu Konzerten gehen und so. Und natürlich im Osten, ey, uns kennen einfach unglaublich viele Leute. Es ist egal, wo wir spielen, wir merken, ey, hallo, da ist Nachfrage. Also ihr profitiert sozusagen noch von eurem alten Ruf, von eurem alten Können und ja. Ja, auf jeden Fall. Also davon leben wir jetzt auf jeden Fall dieses Jahr. Wir spielen auch vor allem gerade genau die Songs, die die Leute von früher noch kennen. Und wir haben ein paar neue Songs aufgenommen, einfach auch so für uns zu gucken, hey, sind wir wieder eine Band? Und das kann man jetzt einfach nach, ich glaube, jetzt haben wir 6 oder 7 Konzerte gegeben, Bilanz ziehen. Heute war mit dem Dynamite Ska Festival das letzte Konzert, das wir dieses Jahr gegeben haben. Und wir können wirklich ganz klar sagen, ja, wir sind wieder eine Band und wir haben ein Publikum und das ist einfach fantastisch. Du hast ja das Stichwort schon gegeben und zwar die neue Platte. Ihr habt eine neue Platte aufgenommen? Bei welchem Label? Na, wir sind bei Pork Pie Records natürlich, ne? Das alte, das eingesessene Ska-Label überhaupt. Die haben uns damals auf dem ersten Skandal-Sampler 1988, war es 88? Nee, oder war es 90. Das war 90. 90. Es war 90. Es muss 90 gewesen sein. Es war 18 Jahre, also es ist erwachsen. Es ist lange, lange her. Im letzten Jahrhundert auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und Matzke von Pork Pie Records ist natürlich alter Kollege von uns aus einer Stadt. Wir haben die Ska-Szene in Berlin zusammen alle Höhen und Tiefen miteinander erlebt. Und das ist für uns natürlich auch toll, dass Matzke Bock drauf hat, ne, mit uns eine Platte zu machen und so, klar. Also man muss jetzt ein bisschen die Sache nochmal klären. In der Tat haben wir nicht eine komplette neue LP mit 11, 12 Songs aufgenommen, sondern wir haben im Studio, ich glaube insgesamt haben wir 4 Songs aufgenommen. Davon haben wir jetzt 3 auf die CD gepackt und haben von den alten Krachern, die haben wir nochmal nachbearbeitet, haben die nachgemastert und haben jetzt einfach eine Compilation gemacht mit 9 Songs und eben den großen Krachern von früher, die heißt Those Were the Days und Those Were the Days, das Were ist auf dem Cover durchgestrichen gegen R. Für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind, heißt es so viel wie das waren die Zeiten oder das sind die Zeiten und das uns eben jetzt wieder gibt, wir die Songs auch wieder spielen, natürlich ist das passend halt. Zu Valerie hätte ich da nämlich eine Frage bei eurer neuen Nummer. Wer ist eigentlich Valerie? Was hat Valerie mit wem von euch zu tun? Also Valerie, kann ich kurz aufklären. Ja. Valerie ist einfach ein ganz fantastischer Song. Wir haben den nur gecovert. Ursprünglich kam der von den Zootones, eine Rockband aus England. Und berühmt und berüchtigt wurde er dann letzten Endes wirklich durch Amy Winehouse, die diesen Song in einer unglaublich schönen, souligen, leicht skaligen Fassung gemacht hat. Und wir haben uns gedacht, ey, wenn die das kann, dann machen wir das auch. Ja, da spreche ich gleich auf das Thema an. Ich habe ja nur von euch die Promo-Scheibe gekriegt, wo alte und neue Stücke drauf sind. Und ich erkenne schon deutliche Unterschiede zwischen dem Stoff damals und dem Stoff heute. Liegt zum einen daran, weil vielleicht ein anderer schreibt oder seid ihr einfach erwachsen geworden? So, vielleicht ist es einfach, ich weiß nicht, was du genau meinst jetzt am Einzelnen, aber ich denke, wir sind heute, wissen wir einfach genauer, wie wir es machen müssen, damit es gut kommt. Ne? Als junge Band bist du immer ein bisschen am Zaudern und dann weißt du nicht so, ne? Und machst mal, experimentierst mal in die Richtung. Experimente müssen wir nicht mehr machen. Wir wissen eigentlich ganz gut, wie es läuft, weißt du, was geht, was zu uns passt und was zum Publikum passt. Eine Nummer von damals, ne? Ja, also, aber das muss man vielleicht mal aufklären. Ich bin heute nicht aufgekommen, wahrscheinlich.
Nee, Moment, das möchte ich so nicht im Raum stehen lassen. Also die Ideen, die wir haben, um Songs zu machen, die sind natürlich geboren aus dieser Zeit, wo wir wirklich viel rumexperimentiert haben und manche Songs klingen auch noch danach. Ich glaube, heute wissen wir eher, wie man einen Song kompakter macht, der auch live einfach funktioniert. Wir sind nie eine Plattenband gewesen, die Konzeptalben macht, sondern wir haben einfach immer sehr stark auf live ausgesetzt. Wir sind eine Liveband, ganz klar. Ne? Und Bumblebee zum Beispiel, da ist ja richtig was Intelligenz dahinter. Das ist Rachmaninow, ein russischer klassischer Komponist, den wir als Ska-Nummer spielen. Das weiß natürlich keiner, ne? Aber das sind klassische Musik, die wir in den Ska geholt haben. Und das ist ja auch so ein bisschen, was wir als, ne? Also wir sind der Überzeugung, dass man jede Musik auf dieser Welt als Ska spielen kann. Und das, ne? Wir machen auch so kleine Reise um die Welt, ne? Und das Bumblebee, wer weiß das schon, aber... Wenn es Ska ist, dann rockst du das Publikum und wenn der Wiedererkennungswert da ist, so wie bei der Amy Winehouse Nummer, Valerie zum Beispiel, ne, oder die ja viel früher entstanden ist, wenn die Leute diesen Wiedererkennungswert haben, dann gibt es ja keine Schwierigkeit. Aber ich bin ja nicht der, der das Interview gibt hier. Ich muss auch nochmal betonen, eine Sache für Blechreiz ist immer gewichtig bei dem Komponieren. Wir wollen nie so klingen, wie alle Ska-Bands klingen. Also wir versuchen schon immer auch unseren eigenen Weg zu finden. Ich hoffe, dass das in den neuen Songs auch rüberkommt und vielleicht sind wir, wie gesagt, nicht so experimentierfreudig und mehr live-orientiert. Das wird jetzt sehr spannend, wenn wir die nächste Platte machen, weil wir müssen sie natürlich live testen, bevor wir ins Studio gehen und nicht erstmal ins Studio gehen und dann die Platte den Leuten vorstellen. Ihr seid jetzt wirklich viel unterwegs und habt viel vor. Wie machen die Familien das mit? Was sagen die Kinder, dass jetzt die Väter wieder auf der Bühne stehen? Also für die Kinder ist das natürlich ganz großartig. Ne? Wenn ich meinen Kindern zeige, wie das so läuft auf der Bühne, ne? Die sitzen da tanzend vor dem Fernseher, wenn ich dir so Videos zeige oder so. Die finden das, also die fahren da total drauf ab. Noch, wer weiß, wie es ist, wenn sie so 12, 13, 14 sind.